Leute, bitte nicht wundern, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Ich hoffe mal, ich werde nicht krank. Auf jeden Fall ja trotzdem herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich werde euch auch heute natürlich wieder den neuen Fortnite-Shop vorstellen, so wie jeden Tag. Und ich löse noch schnell das Gewinnspiel von gestern auf, denn ich verschenke aktuell jeden Tag 1000 V-Bucks an meine Abonnenten. Und der Glückliche von gestern ist der liebe Enzo. Er hat die V-Bucks von gestern gewonnen. Also falls ihr die V-Bucks von heute gewinnen wollt, ich verschenke auch heute wieder 1000 V-Bucks. Alles, was ihr tun müsst, um die V-Bucks zu bekommen, ist einfach nur diesen Kanal hier zu abonnieren, also kurz runter zu scrollen und auf Abonnieren zu klicken. Dann dem Video hier einen Daumen nach oben zu geben und dann ein Hashtag Tag 8 in die Kommentare schreiben. Heute ist schon Tag 8 von 9, also falls ihr noch eure Chance nutzen wollt und heute auch wieder 1000 Views bekommen wollt, einfach nur ein Abo da lassen, Daumen nach oben geben und ein Hashtag Tag 8 heute in die Kommentare schreiben. 2 Tage habt ihr noch Zeit, hier teilzunehmen, also ja, schreibt es schnell in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum heutigen Fortnite-Shop, wo sich wieder beide Seiten geupdatet haben. Wir haben einen neuen Emote auch drin, nämlich Träumerfüße hier auf der rechten Seite. Außerdem gibt es noch einen ziemlich krassen Bug, den werde ich euch gleich zeigen. Wenn man den sogar nutzt, dann kann man sogar recht clever hier vielleicht sogar was gratis bekommen. Werde ich euch gleich alles erzählen. Fangen wir erstmal auf der linken Seite an, wo wir nämlich heute einen neuen Style drin haben, nämlich für die Feldsanitäterin. Ihr seht es schon, kann man jetzt nämlich den Helm hier abnehmen. Traurigerweise hat der Mann das nicht bekommen, also der hat keinen alternativen Stil hier. Ihr seht schon hier, sie hat eine Stilvorschau mit Helm, ohne Helm und ja, er hat das einfach nicht bekommen. Ich muss sagen, ich finde den männlichen Skin auch nicht so geil. Ist mir irgendwie ein bisschen zu dick mit diesen ganzen Taschen. Dann haben wir noch dazu die Lebenserhaltung. So hört sie sich an. Genau. Und dann noch die Luftrettung. Ganz cooler Gleiter. Ist auch schön animiert. Alles dreht sich. Finde ich eigentlich ganz nice. Kommen wir schon zum nächsten Slot. Und zwar haben wir da die ganzen High-Sachen drin. Einmal den High-Skin mit der ziemlich geilen Rückenflosse. Dazu haben wir noch den kleinen Mampfer, der so ein bisschen mitwobbelt. Richtig geile Hacke. Und als letztes noch den ziemlich heftigen, legendären Gleiter Laserbeißer. Einer der heftigsten Gleiter, die es im Spiel gibt. Ziemlich, ziemlich cool. Kommen wir schon zur rechten Seite des heutigen Shops. Da haben wir erstmal die Cynthia drin. Ja, war nicht ganz so mein Skin. Habe ich zu mir zwar gekauft, dann ein bisschen gespielt. Aber inzwischen benutze ich den eigentlich kaum noch. Dann haben wir noch den ziemlich geilen Breakdance-Emote drin. Oh ja, da geht der John Wick ab. Ziemlich cooler Dance, war auch schon eine Weile nicht mehr drin, also den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und dann kommen wir schon zum Highlight des heutigen Tages und zwar zum neuen Emote. Er heißt Träumerfüße und kostet 500 V-Bucks und ich zeige ihn euch direkt mal. Ja, sehr, sehr cooler Emote. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Werde ich mir auch direkt hier mal holen. Ich finde, für 500 V-Bucks ist das ein richtig, richtig geiler Dance. Könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den so findet. Aber ich muss sagen, ich feiere den richtig. Die Melodie, die Moves. Ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr den so findet. Und schreibt gerne auch einen Hashtag Tag 8 dazu. Wie gesagt, ich verlose heute wieder 1000 V-Bucks. Dann könnt ihr euch den Emote auch direkt holen. Wenn ihr die V-Bucks haben wollt, einfach nur ein Abo da lassen. Dem Video hier einen Daumen nach oben geben und ein Hashtag Tag 8 heute in die Kommentare schreiben. Und ja, dann könnt ihr heute, wie gesagt, gleich 1000 V-Bucks kostenlos hier bekommen. Und dann machen wir weiter, nämlich gleich zum Bug. Erstmal noch schnell der Wolkenschlag. Ja, finde ich ganz in Ordnung. Hätte vielleicht 800 kosten können. Ansonsten, ja, finde ich eigentlich ganz schick. Kommen wir jetzt zum recht kritischen Bug. Und zwar, Leute, schaut euch das mal an. Wir haben hier einfach einen falschen Backpack drin. Den Sonnenspross-Backpack. Eigentlich war das hier ein Backpack, der komplett alleine im Shop verfügbar war. Wenn ihr euch erinnert, dazu gab es auch 2 Skins und noch einen anderen Backpack. Den konnte man alle einzeln im Shop kaufen. Und jetzt ist der auf einmal hier beim Hypernova-Skin dabei. Das ist nur ein Bug. Fortnite hat sich da schon auch gemeldet dazu. Und zwar haben sie gesagt, hey, das ist ein Fehler, das ist eigentlich nicht gewollt, weil der Skin hier, der Hypernova-Skin, hat eigentlich einen anderen Backpack, den blende ich euch hier mal ein. So schaut der Backpack eigentlich aus. Dieser Sonnenspruchs-Backpack hier ist also nur ein Bug, dass der angezeigt wird. Allerdings kommt jetzt das Interessante, und zwar hat Fortnite verkündet, dass dadurch, dass das ein Bug ist und viele Leute sich den jetzt hier gekauft haben, sie folgende Lösung dafür gefunden haben. Alle Leute, die sich heute diesen Hypernova-Skin hier kaufen, bekommen auch natürlich den normalen Backpack dazu. Also diesen Backpack hier, den bekommt alle Leute, die den Skin heute kaufen, natürlich selbstverständlich mit noch dazu. Und alle Leute, die sich den Skin hier kaufen, während noch dieser Sonnenspross-Backpack hier angezeigt wird auf der linken Seite, die bekommen auch noch diesen Backpack gratis dazu. Das heißt also, alle Leute, die jetzt schnell waren und sich diesen Skin hier geholt haben, die bekommen anscheinend jetzt diesen Sonnenspross-Backpack hier einfach gratis noch mit dazu. Also relativ clever, wer das noch schnell gemacht hat. Ja, ich blende euch hier gerne nochmal schnell den Tweet ein, den Fortnite rausgehauen hat, hier mitten in der Nacht. Das erste Mal, dass wir wirklich so einen kritischen Fehler hier im Shop haben, finde ich ziemlich heftig, dass auf einmal das falsche Item mit dabei ist. Hatten wir
so wirklich noch nie. Heute zum ersten Mal so ein komischer Fehler, dass ihr nur mal Bescheid wisst, was da los ist, dass dieser Backpack hier auf einmal beim Hypernova-Skin dabei ist. Also keine Sorge, falls ihr den jetzt gekauft habt, sollte eigentlich alles geklappt haben. Ja, ich weiß nicht, wie der Shop bei euch dann ausschaut, wenn ihr nachher online geht, aber ja, aktuell sieht es auf jeden Fall so aus. Und noch im letzten Slot des heutigen Tages haben wir noch den Hackweiser drin mit diesem Sound. Und jo, das war's dann schon zum heutigen Fortnite-Shop. Wie immer könnt ihr mich auch gerne als Creator eintragen, wenn ihr mich hier supporten wollt. Einfach Snoxy hier im Shop eintragen und dann würde ich sagen, ja, danke fürs Zuschauen. Ihr könnt auch wieder rechts im Abstimmen, wie ihr den heutigen Shop fandet, also Top oder Flop. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo noch da und dann würde ich sagen, habt einen entspannten Tag, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss!